Ich möchte euch in diesem kurzen Video zeigen, wie man in Figuren, die aus Kreislinien bestehen, die Länge dieser Kreislinie berechnen kann. Dazu zeige ich euch zwei Beispiele und wie man die beiden ausrechnet. Das erste Beispiel ist diese geschlängelte Linie, bestehend aus Halbkreisen. Ich zeichne nun bei diesen Halbkreisen den Durchmesser ein und messe diesen aus. Hier mit 1 cm erster Halbkreis, 2 der zweite, 3 der dritte und so weiter. Dann zähle ich alle Durchmesser zusammen, das ergibt hier insgesamt 12 cm. Die Länge der Linie berechne ich, indem ich diesen Durchmesser mit Pi multipliziere, das gibt die Kreisumfänge, und weil es nur Halbkreise sind, dividiere ich das Ganze durch 2. In diesem Fall wäre die Länge also 12 mal Pi geteilt durch 2 gleich 18,8 cm. Kommen wir zum zweiten Beispiel einer etwas komplexeren Linie. Um das Beispiel etwas anschaulicher zu machen, decke ich mal die untere Hälfte ab, dann sehe ich hier etwas besser die Kreise. Ich wähle mir einen ersten Halbkreis aus und messe dessen Durchmesser, der wäre in diesem Beispiel 1,5 cm. Der Halbkreis unmittelbar daneben hat die gleiche Größe, also auch den Durchmesser von 1,5 cm. Ein etwas größerer Halbkreis ist der violette, der hier einen Durchmesser von 3 cm hat. Und schließlich habe ich den blauen Halbkreis ausgemessen, dieser hat einen Durchmesser von 4 cm. Nun decke ich die obere Hälfte der Figur ab und mache das gleiche mit den Halbkreisen im unteren Teil. Der erste Halbkreis hier hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Die anderen drei Halbkreise sind genau gleich groß, also kommen 3 mal 2,5 cm noch dazu. Und genau gleich wie in der letzten Aufgabe zähle ich nun sämtliche Durchmesser dieser Halbkreise zusammen, das ergibt in diesem Beispiel 20 cm. Um die Länge der Linie zu berechnen, multipliziere ich den Durchmesser, diesen Gesamtdurchmesser mit Pi und dividiere durch 2, weil es ja nur jeweils Halbkreise sind. In diesem Beispiel wäre das dann 20 cm mal Pi geteilt durch 2 gibt 31,4 cm. Zusammengefasst kann ich also solche Kreisberechnungen wie folgt lösen. Zuerst teile ich die Figur in Halbkreise auf. Dann messe ich alle Durchmesser dieser Halbkreise und zähle diese im dritten Schritt zusammen. Am Schluss muss ich diese Summe der Durchmesser mit Pi multiplizieren und durch 2 dividieren und ich habe das Resultat der Kreislänge.